Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19 hier mit den Williams. Wir spielen in dieser Folge mit Manchester United gegen Shakhtar. Nach dem Intro geht's los, bis gleich. So, Freunde, jetzt geht's los. Wir spielen mit Danny Williams. Wir sind an erster Stelle mit Manchester United weit abgeschlagen vor den anderen. PSG haben wir gerade in den letzten beiden Spielen flach gemacht. Ich glaube, das ist das letzte Spiel hier in diesem Kapitel, Kapitel Nummer 2. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich weiß nicht, ich glaube mit Alex Hunter habe ich das Ganze schon durch, das zweite Kapitel. Mit Kim Hunter stehe ich, glaube ich, kurz davor, es abzuschließen. Naja, wir wollen halt gucken, ne? Wir wollen halt gucken, wie es heute hier aussieht. Es fühlt sich schon mal echt übel an. Bin immer noch ganz hin und her gerissen von dem Tor in der letzten Folge. Der Fallrückzieher-Tor mit Danny Williams. Da sind Mitspieler frei. Alexis Sanchez. Oh. Entschlossen geklärt. Das war knapp. Maxim Malyshev. Das war viel zu knapp. Alan Patrick. Aha. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Da fault er mich. Mehr nicht. Keine große Sache. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß. Und zack! Jetzt die Führung. Super Tor. Kurz einmal konzentriert. Aber schon wieder den Pfosten getroffen. Das war schon wieder knapp. Habe ich mich kurz mal konzentriert. Sorry, Mates. Die lachsfarbenen Tattoos haben hier wieder das Glück gebracht. Aber der Pass war auch astrein. Der Ball geht an den Innenpfosten und dann rein. Ja, auf jeden Fall knapp. Den hätte ich fast verrissen, Mann. Ohne Scheiß. Egal, wir haben unser Tor mit Danny geschossen. Was will man mehr? Stepanenko. Oh. Oh. Gebt Einwurf. Was ist das? MUN 15? Sieht man das richtig? PSG hat 7. Und Shakhtar hat 4. Oh, shit. Was für eine Aktion. Lauf doch. Eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ohne Scheiß, warum kickt er denn den Ball weg? Warum? Marlos. Flanke jetzt. So, erstmal geklärt nach diesem. Ist es das? Traumtor. Da zieht er einfach mal ab und dann passt das Ding auch noch. Unfassbar. Alter, was eine Granate. Was eine Granate. Champions League ist das hier, ne? Guck dir das mal an. Und nur weil ich so gut sein wollte und den Ball nicht ins Ausgehen lassen wollte zum Abschluss, sondern den einfach abfangen wollte. Er hat ihn dann weggetreten. Und das war echt scheiße. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das war echt scheiße, aber da sieht man mal wieder. Oh. Alexis Sanchez jetzt. Komm schon. Das ist definitiv immer noch interessant hier. Der Ball ist weg und jetzt. Was war das denn für ein Gebolze? Aber jetzt muss ich aber mich echt ja ein bisschen zusammenreißen. Ha! Schwache Aktion, Ballverlust. Klasse Pass. Und nach oben. Und jetzt die Chance. Und das ist der Ball. Da wäre Platz für den Was Konter. War das denn? Was haben wir denn hin? So, locker den Ball abgerannt. Schießen den Ball nach vorne zu Willy. Willy, ey. Alter, die spielen hier mit wie vielen Leuten in Dings? Mit 5? So viele Superstars. Also so, verteil mal hier ordentlich. Bruder. Oh Gott, Alter. Den Ball trifft er nicht so gut. Genau auf den. Wo der Schiri, wollte ich gerade sagen, Torwart stand. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt schön abgeblockt. Ja, sollen sie den Ball doch haben. Ich hole mir den halt wieder. Gleich. Wenn er bei mir im Tor liegt. Ne, da ist er. Warum legt er sich denn nochmal hin? Da ist die Flanke. Nee. Das war einfach. Er holt sich die so, Flanke. Werf ihn nach oben. Nee, hat er mich abgedrängt.
Ball gut angenommen. Aber mehr auch nicht. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch keine Lücke. Die spielen hier echt nicht schlecht. Gut aufgepasst. Da andauernd nehmen sie mir den Ball ab. Ich muss hier wirklich aufpassen. Geht er rein? Abgefälscht. Das war eine gute Chance, aber ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Alter, was geht hier ab? Das findet der Wir müssen gewinnen. Da müssen sie mehr raus. Nee, ich finde das auch nicht witzig. 1:1. Vom wegen hier sicher nach Hause fahren. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ja. Und wieder verloren, ne? Sie haben Platz. Alan Patrick. Oh, ist das spannend, Alter. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Da kommt die stehen immer um mich rum. Nach oben. Juan Mata. Nee. Doch. Williams. Toller Pass. Nicht. Alex, nach oben. Die Riesenchance. Oh. Gut aufgepasst vom Torhüter. Was war das denn für ein... Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Okay. Alles total... Wir spielen los mit den zweiten 45 Minuten. Kleines Spiel bisher an diesem 6. Spieltag der UEFA Champions League. Halt, das geht so nicht. So, jetzt geht's. Welche Richtung muss ich? Aha, ja, ich sehe schon. Matic. Komm schon. Jetzt Ander Herrera. Williams. Oh, schon wieder den Scheißpfosten. Mann. Ah, ich will's aber auch immer mit ihm machen, weißt du? Wir müssen fürs Team denken, Mann. Egal, wer das Tor jetzt schießt. Eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Guter Auftritt. Wir müssen hier definitiv gewinnen. Einmal war es ganz knapp. Das war nicht schlecht. Wenn er so weiterspielt, macht er noch eine zweite Bude. Und Matic. Alexis Sanchez. Komm, schieß mal. Sie liegen vorne. Jawohl. Wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich muss ja eigentlich. Serviette. Nicht schlecht. Da ist es. Der Bann ist gebrochen. Ich will immer viel zu sehr auf unseren Hauptcharakter gehen und damit die Tore schießen. Das gibt mir jetzt erst wieder ein bisschen Sicherheit. Jetzt kann ich wieder gucken, ob ich mit Mr. Williams noch ein bisschen was reißen kann. Hingefallen. Oh. Haha. Ja gut, einfach geklärt. Ich wollte auf Passen drücken, habe aber irgendwie beide Knöpfe erwischt, so dicker Daumen-mäßig. So, wir haben einen Wechsel. Williams, wir kriegen unsere Ziele angesagt. 8,0, Führungstor, bricht den Bann, alles geschafft. Da wollte mir der Trainer nochmal gerade ein bisschen den Bauch pinseln. Hey, Kollege. Hat mir natürlich dann aber auch mitgeteilt indessen, dass wir nicht verlieren dürfen hier an dieser Stelle. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, komm. Gute Aktion, Marta. Flanke für Alexis. Komm! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ecke, das heißt, wir gehen wieder dahin. So, Ecke kommt. Williams! Den Ball Mann, ich muss mehr nach unten drücken. Ja, deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Das war fahrlässig, wie sie hier die Chance vergeben. Fahrlässig, sagt er zu mir. Maxim Malyshev. Der Letzte, der das gemacht hat, war Polizist. Ordetz. Hä? Wie spielen die denn gerade hier hinten? Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie war... Und jetzt ein Schuss! Oh. Das war gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Freistoß? Bei diesem Freistoß. Please no, Alter. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, leider nicht. Oh, wir sind in
Shatar, oder? Einen Wechsel vornehmen. Ist das so? Paff. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Alexis. Nicht schlecht. Danny Williams. Nochmal draufgezogen. Sonst gefährlich werden können. Malos. Diese Weitschüsse haben wir ja jetzt ein bisschen drauf. Die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Sie lebt. Alexis Sanchez. Ui! Richtig interessantes Gruppenspiel hier in der UEFA Champions League. Ja, Manchester United schafft es ja immer wieder, gerade in diesen Spielen zu überzeugen. Nee. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das war bad. Das ist so bad. Abseits hier von Williams. Ja, genau. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung. Alexis geht raus. Nicht schlecht. Kleine Auswechslung am Start und boom. Kopfball des Todes Seine hier. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Maxim ist das so? Malischew. Das ja. Gefährlich werden. Boah. Ballverlust. Gefährlich für sein Sprunggelenk, ja. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Bei Shatar. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Alter. Warum pfeift der da nicht? Regulär. Hast du das gesehen? Noch 7 Minuten. Oh nee. Das ist jetzt eine Chance. Wie krank war das denn? Warum hat er denn jetzt gerade nicht gefackelt, Alter? Oh, Valencia. Guck mal hier. Antonio Valencia. Nach da und... Und er trifft. Alter, das war ja mehr Glück als alles andere. Jetzt ist das hier doch eine eindeutige Nummer. Das war ja mehr Glück als alles andere. Meine Fresse, wollen wir uns nochmal angucken. Los. Und jetzt der Treffer von Man United in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss. Alter, das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt, dass ich da richtig gedrückt habe. Ohne Scheiß. Aber egal, sah cool aus. Und mit Köpfchen. Fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Der neue Spielstand lautet jetzt 3 Tore, Alter. Nicht schlecht. Malos. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. 3 Minuten Nachspielzeit. Smalling. Ist ja voll die Demütigung hier fast schon, ne? Williams. Ja. Und das war's für heute. Das war's für heute. Manchester United. Shakhtar Donetsk. Nicht schlecht. Williams wieder das erste Tor. Matic und Rashford. Ja, in der 11., in der 55. und in der 88. die Tore gemacht. Übelst viele Buh-Pfiffe und Buh-Rufe hier von den Rängen. Aber wir haben alles das gemacht, was wir machen sollten. Ne? Mehr kann der Trainer nicht von uns verlangen. Auf meiner Facecam liegt Staub. Alles klar, so. Da hätten wir es eben nochmal sehen können. Ich habe es gerade weggedrückt. In der 11., 55. und 88. Minute an dieser Stelle. 3 Tore, nicht schlecht. Wir wollen gucken, was passiert. Eventuell ein Video. Eventuell ist das Kapitel zu Ende. Genauso wie ich vorher gesagt habe. Wir wollen uns überraschen lassen. Und das ist erstmal unsere Bewertung. Wir gucken, wir sind extravagant im Mittelfeld unserer... Lässigkeit, haben wir alle 5 vor allen Dingen Begriffe mit reingekriegt. Alle 3 Begriffe. Der Zucker des Lipton-Eis schlägt gerade ziemlich durch. So, und wir gucken, was passiert. Wir haben erstmal die Attribute in der letzten Folge verteilt. Und hier sehen wir, wir haben alles geschafft. Jawohl, Publikumsliebling. Nice. Ultimate Team Leihspieler. Rufe deinen Bonus in FIFA Ultimate Team ab und verbessere damit dein Team. Sehr schön. Wir setzen die Journey natürlich wieder fort. So. Hier haben wir es schon durch. Ja, genau. Hier sind wir jetzt am Ende des zweiten Kapitels. Hier am Anfang des dritten und hier am Anfang des dritten. Okay. Also sind wir jetzt alle gleich. Allerdings sind wir in der Zeitleiste schon im Juli 2019 mit Kim Hunter. Und wir wissen ja, dass wir mit ihr mehr oder weniger so die Weltmeisterschaft durchspielen oder anspielen, anpeilen. So, das ist die Geschichte. Und kann natürlich sein, dass das deswegen immer ein bisschen vorgezogen ist.
weil da die Trainingsspiele und alles auch auseinander liegen, ne? So, Aufgaben. Bereite 2 Tore von Alex Morgan vor. Also Alex Morgan muss 2 Tore machen, die Pässe dafür muss Kim Hunter spielen. Erreichen mit Alex Morgan die maximale Partnerschaftswertung oder kriegen meine Frisur. Erreiche das Finale der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Ja, krass. Okay, wollen wir es angehen? Können wir eigentlich machen, ne? Machen wir eine kleine große Folge draus. Oh, es ist sowieso nur Training. Dann überspringen wir das Ganze und sehen uns quasi gleich danach. So, das war gerade mal ein bisschen easy. Wir haben hier mit Alex Morgan zusammen gespielt im Training, haben Pässe und Angriffsszenarios, Abwehrszenarios und Zweikampfübungen. Ja, gut, wie auch immer. Okay. Bumm. So, das hätten wir auf jeden Fall erledigt. Das heißt, wir spielen jetzt in der nächsten Folge mit Kim weiter. Das ist aber erstmal das nächste Video. Nice. Eure gemeinsamen Leistungen gefallen der Trainerin. Ihr bringt neue Optionen für das Team. Ach. Aber jetzt kommt als nächstes die K.O.-Runde. Und da liegt der Fokus für uns mehr auf der Erfahrung. Okay, Coach. Natürlich, Coach. Wenn ich reinkommen soll, bin ich bereit. Das ist die Einstellung, die wir brauchen und von euch auch erwarten. Ihr zwei seid die Sturmspitze im Achtelfinale. Danke, Coach. Ja, Coach. Alles klar. Buja. Dem zeigen wir es, Kim. Ja, allerdings. Nicht nachlassen, Lady. Schön. Also, Friends, nächste Folge, direkt das nächste Spiel mit Kim Hunter. Und zwar gegen Frankreich. Alles klar, Friends. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüssikowski.